Da ist sie, Nina von Flaconi. Ja. Und du sagst mir nochmal ganz genau, was du hier machst. Ich bin eigentlich für die Offline-Projekte zuständig, sprich sowas wie Glow, so eine tollen Darstellungsmöglichkeiten, machen uns viel Spaß und zeigen uns eben nach außen hin, weil wir ja eigentlich der größte Online-Händler im Parfümeriebereich sind. Das seid ihr. Und können uns so ganz toll zeigen. Wie findest du es? Sag mal, wie ist die Stimmung? Wie läuft es bei euch gerade? Es wuselt ja hier ohne Ende. Ja. Das sind Schlangen hier, die stehen an, die Mädels und Jungs, an den Ständen. Das ist unglaublich. Du kannst mal ruhig nach hinten schwenken. Dreh dich mal auf die andere Seite und schwenk mal darüber. Dann siehst du mal, schwenk mal rüber. Siehst du mal? Krass. Seht ihr das? Habt ihr das gesehen? Ja. Ich glaube, ich habe noch keinen Typen gesehen. Du? Doch, doch. Unser Geschäftsführer ist zum Beispiel da. Okay, der ja. Aber jetzt mal ganz ernsthaft. Von den 4.000, die heute die Tickets hier gekauft haben, ja, sind wahrscheinlich 99,9% Mädels. Genau. Also ich finde es irre. Ich habe richtig Gänsehaut, weil ich es absolut verrückt finde, wie toll sowas angenommen wird und wie wahnsinnig freudig die alle sind. Ja. Also die haben richtig Spaß daran und das finde ich halt toll. Und ich finde sie so schön. Es ist alles so gepflegt und es riecht alles so gut. Und apropos riechen, du riechst mich auch, ne? Was ist denn das? Mm. Wahnsinn. Also wenn du den nicht kennst. Decadence von Marc Jacobs, ja. Ja, den habt ihr auch bei euch, ne? Und du bist so farblich passend angezogen dazu. Ja. Wahnsinn. Dieses Smaragdgrün. Kommt. Haben wir den eigentlich hier? Raus. Hast du den hier? Den Marc Jacobs, ja. Decadence, ja. Kannst du den mal holen? Ja, na klar, warte. Sie holt ihn. Sie holt ihn. Und du kannst nochmal, hast du wirklich an diese Schlange mal gefilmt? Oder hast du den Stand? Dreh dich mal richtig um, dreh mal richtig rein. Da stehen die ganzen Mädels und wollen rein. Wollen die neuesten Beauty-Produkte. Kannst auch mal. Wollen die neuesten Beauty-Produkte. Und wir haben sie natürlich für euch. Und wie aus dem Ärmel gezaubert hat Nina, tada, hier schon das Decadence. Ja, cool. Wahnsinnig schön. Ich finde, das steht mir ausgezeichnet. Oder? Das steht mir fantastisch. Der Duft steht dir auch. Der Duft, sehr, sehr schön. Wirklich? Ja. Ich hatte erst gedacht. Wunderbar. Also, ich habe vorhin gesagt, das ist ein Geruch, das erinnert mich tatsächlich an einen Ex-Freund von mir. Ja. Das ist fast ein bisschen, also nicht männlich, es ist schon süß, aber es ist so ein bisschen... Aber es hat eine tolle herbe Note mit drin. Also es ist eben nicht dieses Süße, dieses Flauschige, sondern hat wirklich, es ist ein bisschen markant, es ist ein bisschen was Herbes dabei und trotzdem sehr, sehr elegant. Klassisch Marc Jacobs, wie seine Taschen, ja, und angelehnt daran ja auch der Duft. Also ich finde es super und vor allem, ne, ich habe auch schon mal gesagt... Das ist so schön, wenn du das ins Bad stellst. Das ist nicht einfach nur ein kleiner Flakon. Ich meine, ja, die meisten sind natürlich schön, aber das ist schon echt, echt besonders. Und genau, wenn das da steht, dann sieht das schon ganz schön hübsch spiegelt aus. Spiegelt ja auch seine Taschen wieder, ne? Du packst es ja auch aus und musst da den Deckel extra auspacken und ihn dann erst draufsetzen, sodass du die Tasche schließen kannst. Du machst das fantastisch. Ne? Also ich liebe den Geruch und was ich mich gefragt habe, das ist Unisex eigentlich. Das ist ein Unisex-Geruch. Oder würdest du sagen, das ist mehr ein weiblicher Geruch? Ich bin da sowieso ganz offen. Also ich bin immer so, alles, was jedem gefällt, das soll er genauso auch nehmen. Ja? Und ich finde, wenn ein Mann sagt, ich finde Decadence total klasse und ich liebe den und der faltet sich bei mir schön aus, dann soll er den nehmen. Also wenn ein Typ vor dir steht mit dem Duft, könnte der wird mitgenommen. Dass ich weiche Knie kriege, genau. Der wird mitgenommen. Also Boys, auch für euch, nicht nur für die Mädels heute hier. Nein, Marc nein. Jacobs, Decadence in unserer Glow Mall. Genau. Haben wir nämlich. Genau. Zu einem fantastischen Preis, zu einem Special Price. Only for you. Check das mal aus. Und wir haben aber noch was. Ich bin total froh, dass ich heute jetzt hier bin und nicht Melissa. Denn ihr habt ja noch den Juicy Shaker. Ja. Das ist auch mein Favorite. Ich mag Dinge, die nicht nur toll riechen oder eine tolle Qualität haben, sondern auch die eine tolle Verpackung haben. Wo man so ein kleines Happening, so ein kleines Excitement hat. Ja, wo eine Geschichte auch mit drin ist, ne? Ja, das macht total Spaß. Hast du den auch da? Ich auch noch. Kannst du den holen? Aber gerne. Warte kurz. Stell das doch mal. Oh, du hast die Moni. Oh, habt ihr gesehen? Bleib mal hier. Die hat die Moni dran. Ja, man muss ja immer erreichbar sein. Wow. Und da man dann trotzdem alle Hände braucht, habe ich gedacht. Oder? Nämlich die. Das ist genau perfekt. Total so, und klasse. Ihr seht das ganz genau. Das ist nicht nur, dass wir das toll finden, nein, sondern ich komme hier zu Flaconi und Nina hat das dran. Und wir haben es nicht abgesprochen. Sie hat das null. Schon. Und es ist wirklich praktisch, ja, ne? Nicht immer in der Hosentasche, nein, drin. Also ich habe auch heute halt keine Hosentaschen. Ja? Passt farblich total. Ich passe auch heute farblich zu Flaconi, habe ich gedacht. Ja, irgendwie. So, Juicy Shaker. Juicy Shaker. Go for Juicy Shaker. Das finde ich mal richtig cool. Habt ihr das gesehen? Die hat das Moni Handybag. So, Juicy Shaker.
Jetzt musst du mir was erzählen. Ich erzähle immer darüber, weil ich den selber so cool finde. Ich finde natürlich auch Lancôme wahnsinnig toll. Es ist eine exklusive, wahnsinnig etablierte Marke, die es schon so, so lange gibt. Es ist eher im exklusiveren Bereich anzusiedeln, würde ich jetzt mal sagen. Also Lancôme ist jetzt nicht sowas, was sich die jungen Mädels kaufen. Das kostet ja auch einiges, aber der ist jetzt nicht so teuer. Der hat, glaube ich, die Brücke so ein bisschen geschafft. Also es ist ja sehr parisien. Und das ist ja nun wirklich eine Sache, die sehr angesagt ist auch, dieses Französische und Lifestyle. Und der Juicy Shaker hat, glaube ich, so eine Brücke gebrochen nochmal. Wir haben ganz klassisch Shaker, deswegen auch die Form eines Cocktail-Shakers. Ja? Drink. Genau. Drink für die Lippen. Wir schütteln uns einen Drink für die Lippen, der sehr schön erfrischend ist. Ja. Man kann es ganz, ganz, ganz toll sehen. Es sind eben zwei Phasen. Das sind 6 fliegende Öle, ja, die drin verarbeitet sind. Und unten hat man die tollen Farbpigmente. Ein bisschen wie eine Lavalampe gerade. Und Shaker deswegen, weil dann musst du ihn ganz klassisch shaken, wie ein Cocktail-Shaker. Damit dass sich das verbindet. Miteinander verbinden können, genau. Und schon hast du eben eine ganz intensive Farbnuance. Und das ist total sweet. Das ist total sweet, jetzt was jetzt passiert. Jetzt kommt der absolute Clou. Ich du nimmst den Juicy Shaker und kannst ihn ganz, ganz toll auf deinen Lippen verarbeiten. Der ist so weich. Der Applikator ist total weich. Der ist ganz, das ist so bauschig eigentlich. Also einfach toll. Das ist so richtig, als würde man wirklich mit so einem Wattebausch, der aber eben nicht Fäden zieht, auf seinen Lippen was ganz Tolles, Erfrischendes verarbeiten können. Und man hat wirklich das Gefühl, es ist wie so ein leichtes Liquid, wie so ein Wasser auf den Lippen. Und es gibt 14 verschiedene Farben. Es gibt 14 verschiedene Farben. Und wir Mädels, Melissa und ich, haben das natürlich alles mal begutachtet und auch getestet. Ich hatte den blauen und ich habe den aus der Tasche das letzte Mal gezogen. Und ein Typ guckt mich an und sagt, was, hast du einen blauen Lippenstift? Sag ich, nein, es ist kein blauer Lippenstift. Verstehst du vielleicht nicht, aber ich erkläre es dir. Ich habe ihm tatsächlich gezeigt, wie das funktioniert. Genau. Und der guckt mich an und denkt sich so, ah, okay. Ich habe ihm ein bisschen aufgeklärt, aber das ist natürlich auch der Effekt. Ne? Ja. Du hast was Blaues und ihr denkt so, hä, was hat die da, einen blauen Lippenstift? Genau. Aber es ist ja nicht blau. Das ist total, nein, es wird ein Berry auf den Lippen, ist total klasse. Und das ist, glaube ich, auch so dieses Spiel damit, ne? Dass du eben was Witziges hast. Du hast aber eben auch was Tolles für die Lippen, was Pflegendes. Mhm. Und du hast eine coole Farbe, die dabei rauskommt. Das ist so ein Überraschungsmoment dabei, ne? Ja. Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist Melon Peach. Ist einfach frisch, ist so ein bisschen leichter Pfirsichton. Und es riecht sehr, so lecker. Sommerlich und riecht so lecker. Weil jeder Juicy Shaker hat ja auch einen Ingredient, der eben auch genau danach duftet. Melon Peach eben nach Pfirsich ein bisschen. Wahnsinnig schön. Melone und Pfirsich, es ist einfach zum Knutschen gut, oder? Genau. Es ebnet so ein bisschen den Weg zum Kuss. Also, Ladies und Gents, ne? Der Juicy Shaker für euch in der Glow Mall. Klickt einfach mal auf www.glowcon.de/. Da ist der Reiter Mall. Klickt da einfach mal drauf und guckt, was wir für euch da angeboten haben. Und jetzt erzähl mir so ein bisschen noch, was deine Pläne für heute sind. Was wird heute passieren oder was erwartet die Mädels, die zu euch an den Stand kommen? Die erwartet unglaublich viel und ich glaube, deswegen ist auch gerade so viel los. Die haben richtig Lust, mit uns was zu machen. Wir haben ja zum einen, auf der einen Seite haben wir das Glücksrad aufgebaut. Können wir da mal hingehen? Ja. Kameramann, schaffst du das? Da durchschleichen? Ja? Schaffst du das? Ja. Ich glaube, die lassen uns alle. Komm, wir gehen. Es wackelt jetzt ein bisschen, aber ihr kommt jetzt einfach mal mit. Okay. Wir haben alle im Büro zusammen gesessen und haben gesagt, was können wir den Mädels und den Besuchern der Glow alles geben? Woran können sie Spaß haben? Wunderschöne Produkte. Genau. Woran können sie aktiv mit uns Spaß haben? Und dann haben wir uns das Glücksrad ausgedacht. Und es gibt keine einzige Niete, ja? Sondern es geht wirklich um eine kleine Goodie-Bag, eine große Goodie-Bag, einen 5- bis 10-Euro-Gutschein, ein VIP-Styling, wo du dann dir die Haare machen lassen kannst, schminken, die Nägel im neuesten Look machen kannst. Und wir haben unsere ganz tolle Flaconi-Fotowand, wo du dich am besten bei uns, mit uns noch fotografieren lässt. Wir beide lassen uns auf jeden Fall noch mal fotografieren. Und dann den tollen Hashtag I love Flaconi dazu fügst. Ja. Und dann bist du bei uns drauf. Ja. Ganz schön schlau. Ich würde so gern mal drehen. Darf ich mal? Darf ich mal? Ja, darf ich mal drehen? Ein, Mädels, ihr merkt es gar nicht. Ich drehe einfach nur ganz kurz mal. Ne? Ich gewinne nicht. Darf ich mal drehen? Ja, sehr gerne. Wer bist du denn eigentlich? Ich bin der Oscar. Oh, du bist aber schön. Ach. Bist du ein Model? Ab und zu, ja. Ja, wir haben ein echtes Model erwischt. Ja, ab und zu schon. Oh. Noch ein Grund mehr, Mädels, hier reinzukommen. Es ist zwar ausverkauft, tut mir total leid, aber ihr könnt im Dezember, am 3.12. gibt es die nächste GlowCon. Bist du da auch dabei? Mal sehen. Das weiß ich leider noch nicht. Komm schon. Na, ich hoffe es doch. Okay. Ich sorge dafür, dass er kommt. So, jetzt musst du mir mal erklären, was ich da machen soll. Ja, einmal kräftig drehen. Nicht zu kräftig, weil das Rad relativ leicht ist. Und dann kriegst du was von uns.
entweder einen wunderschönen Gutschein über einen gewissen Geldbetrag, den du hier direkt vor Ort einlösen kannst, ohne Mindestumsatz. Oder ein Goodiebag oder ein wunderschönes Produkt aus unserer Trommel. Das ist ja ein richtiges Happening. Das ist ja nicht nur Convention. So, Vorsicht, nicht, dass du runterfällst. Ich drehe jetzt mal. Achtung. Oh, ist ganz schön, da ist schon Zug drauf, ne? Das war ordentlich kräftig auf alle Fälle, ja. Ja, ne? Ich habe ja ein bisschen Muckis noch. So, das dreht aber auch ganz schön lange, das Ding. Ja, deswegen. So. Aber ist kein Problem. So, also bei Flaconi wird es nicht langweilig, nicht nur schöne Jungs und nicht nur schöne Produkte. Es gibt auch keinen Verlierer, denn selbst unser Game Over ist ein kleiner Trostpreis. Oh, du bist ein Showmaster, ich merke es schon. Achtung, es bleibt gleich stehen. So 5 Euro wären auch nicht schlecht. Was ist VIP? Tasche? Goodiebag? Überraschung? Überraschung! Bleib stehen! Ja! Überraschung. Ich habe eine Überraschung bekommen. Was ist denn die Überraschung? Die Überraschung liegt in unserer wunderschönen Truhe hier. Ich habe eine Überraschung. Ganz verschiedenen Produkten. Darf ich? Wo du dir eins selber aussuchen kannst. Hallo. Genau. Hallo. Auch gerne ein bisschen fühlen. Darf ich mal so? Ich mach mal die Augen zu. Oder? Sag ich mal die Augen. Ein paar Favorites. Ja? Ja. Sag mal, schnell. Das sind nämlich die von Giorgio Armani, die sie performt in ganz schönen kleinen Flakons. Und also ich stehe ja total auf der Luft. So, ist das der? Nein, warte, ich helfe dir. Ich habe Hilfe. Augen zu, tust du, als würdest du einfach, stürz mal hier hin. Ich habe ihn, ich habe was von Giorgio Armani. Ja, ich habe gewonnen. Top. Wunderbar. Super, und ich gehe jetzt... Auch keine Verlierer. Bei Falcone gibt es keine Verlierer, ich auch nicht. Ich stecke den mal ein, ich gehe noch mal zu Nina runter. Kommst du noch mal mit? Sag mal, Nina, wo bist du? Nina, ja? Nina ist noch da. Nina ist nicht abgehauen. Da. Guck mal, ich habe was gewonnen. Du hast das gewonnen? Giorgio Armani. Ich habe schon gesagt. Och, es ist super hier zu sein. Es ist einfach super hier zu sein. Nicht nur hier zu arbeiten, mit dir zu sprechen, sondern tatsächlich ein bisschen dieses Feeling einfangen. Ne? Das Feeling ist großartig. Also wirklich, ich kriege echt Gänsehaut, wenn ich mich hier umgucke. So, und ich höre gerade aus der Regie, wir haben das total toll gemacht. Und wir sollen uns jetzt verabschieden. Wir sind fertig. Ja, wir sind fertig. Schade. Aber du hast es ganz toll gemacht. Vielen, vielen Dank fürs Zeigen. Gerne. Danke, dass ich da rein switchen durfte und reinbrechen durfte. Danke für die Produkte. Und danke, dass ihr uns die zur Verfügung stellt in der Glow Mall. Dass ihr die zum Hammer-Vorzugspreis kaufen könnt. Geht auf die Glow Mall und checkt's aus. Nina, vielen Dank und viel Erfolg heute. Und dass alle Mädchen, die heute hier sind, noch schöner werden, noch mehr duften. Mit uns, mit Flaconi. Dankeschön. Bye.